Die Gezeiten und die große Tiefe. Die Gezeiten der Meere wurden lange Zeit als durch die Anziehung des Mondes verursacht betrachtet. In letzter Zeit wurde dies jedoch selbst von unseren modernen Astronomen ernsthaft in Frage gestellt, gewissen Widersprüchen geschuldet, die zwischen Theorie und Praxis entdeckt wurden. In der Tat ist der Mond, wie bereits früher ausgeführt, ein Quell großer Sorge für unsere Astronomen, da er darauf besteht, sich in so vielen Sachen entgegengesetzt zu dem zu verhalten, was ihre Theorien verlangen. Sogar Sir Isaac Newton selber gab zu, dass die Erklärung der Wirkung des Mondes auf die Gezeiten der am wenigsten befriedigende Anteil seiner Theorie der Gravitation war. Diese Theorie behauptet, dass das größere Objekt das kleinere anzieht, und da die Masse des Mondes nur ein Achtel im Vergleich zu jener der Erde wäre, folgt daraus, wenn durch die vermutete Kraft der Gravitation die Erde um die Sonne kreist, sollte vielmehr aus demselben Grund der Mond dasselbe tun, anstatt dass dieser eigensinnige Himmelskörper immer noch um unsere Welt kreist. Die Gezeiten variieren stark in ihrer Höhe, hauptsächlich wegen der verschiedenen Gestalt des angrenzenden Landes. Bei Chepstow steigt sie 18 Meter, bei Portishead bis zu 15 Meter, während sie in der Dubliner Bucht bis zu 4 Meter und bei Wexford nur 1,5 Meter steigt. Der verstorbene Kapitän George Peacock der königlichen Marine schreibt wie folgt, Zitat, in Holyhaven, nahe der Mündung der Themse, fallen die Gezeiten tatsächlich und gehen schnell nach unten, während sie im selben Moment in London Bridge schnell nach oben gehen und immer noch steigen. Es gibt 4 Hochwasser und 3 Niedrigwasser am St. Lorenz-Strom in Nordamerika zur selben Zeit. Und am südamerikanischen Amazonas gibt es nicht weniger als 6 Hochwasser und 5 Niedrigwasser zur selben Zeit. Und es sind während der trockenen Jahreszeit so viel wie 7 Hochwasser und 6 Niedrigwasser zur selben Zeit bekannt. Im Mittelmeer sind die Gezeiten so gering, dass Mr. McChine in einer seiner Hymnen diese große Fläche ein gezeitenloses Meer nannte, und im äußersten Süden sind die Gezeiten in manchen Gebieten kaum wahrnehmbar. Die Erde wird, laut unfehlbarer Quelle, Zitat, an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet, so steht's im Psalm 24,2. Und meiner Ansicht nach werden die Strömungen und Rückströmungen des Wassers zum großen Teil von der großen Tiefe verursacht, mit der die Erde mit Sicherheit eng verbunden ist. Psalm 33,7 sagt, er hält das Wasser im Meer zusammen wie in einem Schlauch und legt die Tiefen in das Verborgene. Solch eine Ursache der Gezeiten wurde von Dr. Rowbotham angenommen, welcher der wahren Wissenschaft einen großen Dienst erwies, indem er die Irrtümer der modernen Astronomie an den Pranger stellte, und Mr. Winship aus Natal kommt in seinem Werk Synthetic Cosmogony zu demselben Schluss. Nun folgt ein Zitat aus Synthetic Cosmogony. Gezeiten werden durch den sanften und allmählichen Anstieg und Fall der Erde an dem Schoß der mächtigen Tiefe verursacht. In Binnenmeeren gibt es keine Gezeiten, was ebenso belegt, dass der Mond weder die Erde noch das Wasser anziehen kann, um Gezeiten zu verursachen. Der Mond ist der Gezeitenanzeiger für die Gezeiten, nichts mehr. Die Phase des Mondes teilt mit, welche Art von Gezeiten zu erwarten ist, aber er kann weder den festen Körper der Erde oder das Wasser anziehen und tut dies auch nicht. Zitat Ende. Dass die Erde selbst eine kleine Zitterbewegung aufweist, mag man an der Bewegung der Blase in der Libelle der Wasserwaage sehen, selbst wenn sie so sorgfältig wie möglich aufliegt, und dass das Meer eine Bewegung hat, mag man an dem Schwanken des ankernden Schiffes am ruhigen Sommertag sehen. Was auf die Gezeiten so regelmäßig einwirkt, wird bis zum jetzigen Zeitpunkt nur vermutet. Möglicherweise ist es der atmosphärische Druck auf die Gewässer der großen Tiefe, oder vielleicht beeinflusst der Mond selber, wie vom selbigen Dr. Rowbotham vermutet, die Atmosphäre, ihren Atmosphärendruck vergrößernd oder verkleinernd, und indirekt den Anstieg und den Fall der Erde in den Wassern. Daher dürften wir nun sicher sein, dass es für Gott genauso leicht ist, die Verläufe der Gezeiten zu regeln, wie es für ihn ist, die Wanderungen der Himmelskörper zu ordnen. Gelegentlich wird die Meeresküste von etwas geflutet, was man die große Flutwelle nennt. Vor einigen Jahren geschah dies in Sundarabad, einer tiefgelegenen Waldregion nahe Kalkutta, die viel Verlust von Menschen und Tieren verursachte. Und eine andere, noch verheerendere, passierte vor nicht allzu langer Zeit in Japan, durch die, wenn ich mich recht erinnere, 24.000 Menschen ertranken und Schiffe rund 3 Kilometer landeinwärts getragen wurden.
Wie diese außergewöhnlichen Gezeiten entstehen, ist eine fragliche Sache. Ich denke jedoch, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sie durch das landverschiebende Erdbeben verursacht werden und dadurch die Massen des Meeres weit über seine gewöhnlichen Grenzen hinaus wachsen lassen. Das große Erdbeben, welches am 1.11.1755 in Portugal geschah, Zitat das große Beben von Lissabon genannt, die Stadt am meisten durch seine schrecklichen Folgen litt, war die Ursache von gewaltigen Verlusten an Leben und Besitz auf dem Meer wie auch an Land. Laut dem Schreiber des Artikels Erdbeben in der vor mir liegenden Ausgabe der Enzyklopädie Britannica breitete es sich über ein Gebiet von mindestens 6 Millionen Quadratkilometer aus und seine Spuren wurden an vielen Orten von Marokko bis Norwegen und von Argentinien bis Böhmen aufgezeichnet. Hinsichtlich seiner Wirkung auf Lissabon bemerkt er, Zitat, das Bett des Flusses Tejo war an vielen Stellen an die Oberfläche gestiegen. Schiffe wurden aus ihrer Verankerung gerissen und prallten mit großer Wucht aneinander. Auch wussten ihre Führer nicht, ob sie im Wasser oder auf Grund lagen. Ein riesiger neuer Kai mit mehreren hundert Menschen darauf sank in unergründliche Tiefen ab. Keine Leiche wurde je gefunden. Das Ufer der Bucht wurde anfangs von Küste zu Küste gesehen, aber plötzlich rollte das Meer wie ein Berg heran und am Turm von Belem stieg das Wasser in einem Moment auf 15 Meter an. Zitat Ende. Es ist interessant, zur Kenntnis zu nehmen, was für große Auswirkungen dieses Erdbeben zu der Zeit bei entfernten Seen, Teichen, Quellen und Flüssen verursachte, wo die Erschütterung kaum oder gar nicht zu spüren waren. Ich zitiere einige Beispiele von demselben Verfasser. Zitat. Beim Loch Lomond in Schottland stieg auf einmal ohne die kleinste Brise um 9.30 Uhr morgens das Wasser mit großer Geschwindigkeit gegen seine Ufer, ging jedoch sofort zurück, bis es so niedrig war, wie es von niemandem vorher in der größten Sommerdürre gesehen worden war. Unverzüglich kehrte es zurück zur Küste und nach 5 Minuten rollte es wieder auf dieselbe Höhe wie vorher an. Die Unruhe dauerte in demselben Maß bis 10.15 Uhr am selben Morgen, 5 Minuten ansteigend und dieselbe Zeit sinkend. Von 10.15 Uhr bis 11 Uhr wurde die Höhe jedes Anstiegs ein wenig niedriger, zum unmittelbar vorhergehenden, 5 Minuten flutend und auch so lange ebbend, bis sich das Wasser vollkommen beruhigte. Die größte Höhe von dem Seegang war 70 cm. Ein weiteres Zitat. Am Loch Ness wurde um 9.30 Uhr eine sehr große Unruhe des Wassers beobachtet. Um 10 Uhr wurde der Fluss Oich, der an der nördlichen Seite des Forts Augustus entlang in die Spitze des Sees fließt, beobachtet, wie er stark sank und vom See aus nach oben mit einer recht hohen Welle floss, rund 30 oder 60 cm oberhalb der gewöhnlichen Oberfläche. Die Bewegung der Welle war gegen den Wind und sie lief rund 200 Meter den Fluss hoch. Dann brach sie sich an einer seichten Stelle und strömte ungefähr 1 Meter auf das Ufer, danach kehrte sie unverzüglich zum See zurück. Sie setzte das Ebben und Fluten in dieser Weise ohne jene außergewöhnliche erste Welle für eine Stunde fort. Um 11 Uhr jedoch kam eine Welle höher als die anderen, mit einer solchen Wucht an dem niedrigen Boden an der Nordseite des Flusses an, dass sie bis auf das 9 Meter vom Flussufer entfernte Gras gelangte. Zitat Ende. Und ein weiteres Zitat. Zwischen 10 und 11 Uhr tränkte eine Person in Cobham in Surrey ein Pferd an einem Teich, der durch Quellen gespeist ist. Während das Tier trank, rannte das Wasser plötzlich weg von ihm und bewegte sich mit einer Rasanz Richtung Süden, dass der Grund des Teiches wasserlos war. Es kehrte mit einer Heftigkeit zurück, dass der Mann rückwärts hüpfte, um sich vor seinem plötzlichen Ansturm in Sicherheit zu bringen. Und noch eins. Ein sehr bemerkenswerter Wandel wurde bei dem Wasser von Toplitz bei Karlsbad beobachtet, eine Stadt berühmt für seine Bäder. Die Wasser wurden im Jahr 762 entdeckt. Seit dieser Zeit hat die Hauptquelle ununterbrochen heißes Wasser derselben Menge und derselben Qualität hervorsprudeln lassen. Am Morgen des Erdbebens, zwischen 11 und 12 Uhr vormittags, brachte die Hauptquelle eine solche Menge Wasser hervor, dass innerhalb einer halben Stunde alle Bäder überliefen. Eine halbe Stunde vor diesem großen Wasseranstieg floss die Quelle trübe und schlammig. Dann, mit einer Unterbrechung von einer Minute, brach sie mit ungeheurer Gewalt wieder aus, eine beträchtliche Menge rötlich-braunen Wassers vor sich hertreibend. Anschließend wurde es klar und strömte wie zuvor. Dies tut es noch immer, jedoch in größerer Menge und besser als vor dem Erdbeben.
Durch Fakten wie die obigen dürfen wir etwas über die großen Verzweigungen, die es in Kammern und Kanälen unter der Erde geben muss, lernen, welche nachweislich mit den Wassern der großen Tiefe verbunden sind. Hiob wurden vom Herrn viele Fragen gestellt, die er nicht beantworten konnte. Einige von diesen lauteten wie folgt: Hiob 38, Vers 4 bis 6, Vers 12, 13 und 16. Zitat: Wo warst du, da ich die Erde gründete? Sage an, bist du so klug? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? Worauf stehen ihre Füße versenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Hast du bei deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, dass sie die Ecken der Erde fasse und die Gottlosen herausgeschüttelt werden? Bist du in den Grund des Meeres gekommen und in den Fußtapfen der Tiefe gewandelt? Zitat Ende. Es wäre unseren Astronomen wohl daran getan, wenn sie bei der Erörterung solcher Fragen in denselben Zustand tiefer Demut gelangen würden, wie der ehrwürdige Stammvater, als er zum Herrn sagte, und zwar in Hiob 42, Vers 5 und 6, Zitat: Ich hatte von dir mit den Ohren gehört, aber nun hat dich mein Auge gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Der große Golfstrom und Strömungen der großen Tiefe. Neben Gezeiten, deren Fluss und Rückfluss nicht vor 60 Kilometer Entfernung zur Küste gefühlt werden, gibt es mächtige Golfströme oder Meeresströmungen. Manche von ihnen haben eine Breite von 300 bis 600 Kilometern und eine Länge von 5.000 bis 6.000 Kilometern. Sie sind tief, ruhig und beständig und fließen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2 bis 3 km/h. Die Verläufe dieser gewaltigen Strömungen, die in verschiedene entgegengesetzte Richtungen durch das Meer strömen, liefern einen weiteren überzeugenden Beweis dafür, dass es dort unmöglich eine Kugelförmigkeit geben kann, weil Verläufe wie jene beschriebenen nicht auf einem ausgebuchteten Körper existieren könnten. Dies sind weite Meeresflüsse, die auf ihren Verläufen nicht nach oben fließen können, genauso wenig wie es die Flüsse auf dem Land in ihren Verläufen tun können. Aufwärts fließendes Wasser ist gänzlich den Naturgesetzen widersprechend. In Psalm 24, Vers 2 lesen wir, dass Gott die Erde an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet hat. Das hier verwendete hebräische Wort für Wasser ist Naharot, was wortwörtlich Flüsse bedeutet. Und die Flüsse, auf die sich bezogen wird, müssen zweifellos jene mächtigen Meeresströmungen sein, die so erhaben von dem Brunnen der großen Tiefe ausströmen. Einer der bekanntesten von diesen riesigen Strömungen im Atlantik ist der große Golfstrom, der vom Golf von Mexiko fließt, wo die Wassertemperatur 30 Grad Celsius beträgt, dann durch die Meerenge von Florida nordwärts bis zur Breite von 31 Grad Nord verläuft, um dort eine nordöstliche Richtung bis zum 36. nördlichen Breitengrad einzuschlagen. Dann überquert er den Atlantik an der Westseite der Azoren vorbei, hoch zur Westküste Europas. Wenn er der Straße von Florida entspringt, ist er von dunkelblauer Farbe und hebt sich auf hunderten Kilometern von dem grünlichen Wasser des Atlantiks ab. Seine gewöhnliche Breite ist 560 Kilometer. Im selben Ozean gibt es weitere gewaltige Strömungen: die Äquatoriale, die Nordafrikanische und Guinea, die südliche Verbindung, die Südatlantische, die Kap Horn, Rennel und arktische Strömung. Die arktische kommt von den Polarregionen, führt gewaltige Eisberge, manche von ihnen 60 Meter hoch, was eine Tiefe von 400 Meter unterhalb der Wasseroberfläche bedeutet. Viele von ihnen bleiben an der Westküste Grönlands und andere treiben nach Süden in wärmere Gebiete, wo sie sich allmählich auflösen. Die arktische Strömung, von der man annimmt, dass sie am Nordpol entspringt, verläuft entlang der Ostküste Grönlands und, nachdem sie sich am Kap Farvel verdoppelt hat, strömt sie die Westküste Grönlands bis zum 66. nördlichen Breitengrad hoch, bis sie sich südwärts entlang des Westens Labradors wendet. Beim Erreichen des nördlichen Endes Neufundlands teilt sie sich, der kleinere Teil die Straße von Belle Isle passierend und der Hauptteil zwischen dem großen Außenufer von Neufundland laufend und letztlich zwischen dem 44. und 47. Grad nördlicher Breite den Anschluss an den großen Golfstrom findend.
Von woher gehen diese riesigen Strömungen aus? Die Ursache von ihnen, so gesteht der Verfasser des Artikels in der Imperial Gazetteer ein, sind völlig unbekannt. Ich bin kein bisschen überrascht, dass Geographen nicht in der Lage sind, diese durch die Meere strömenden riesigen Wassermassen zu begründen, solange sie sich vorstellen, dass die Erde ein wirbelnder Planet sei und die Erklärungen der Heiligen Schrift missachten, dass sie an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet ist. Siehe Psalm 24, Vers 2. Meine eigene Meinung ist, dass diese Strömungen von einigen der Brunnen der großen Tiefe ausgehen und, wie alle Werke Gottes, für einen besonderen Zweck bestimmt sind. Denn der Herr macht nichts ohne Nutzen. Teil dieses Zweckes mag die Förderung des Kreislaufs der Wasser der Meere sein, denn es ist bekannt, dass die größten Stürme keine Auswirkungen auf das Meer unterhalb von 30 Metern haben, worunter es vollkommen ruhig ist. Bei tiefen Lotungen werden oft köstliche Muscheln hochgeholt, die nicht die geringsten Anzeichen von Abrieb aufweisen. Diese Strömungen sind ebenfalls bei der Navigation hilfreich und ihnen wird auch ein beträchtlicher klimatischer Einfluss auf die Gebiete, durch welche sie fließen, zugesprochen. Von unseren eigenen britischen und irischen Inseln wird geglaubt, dass sie ihre grüne Schönheit und ihre vergleichsweise gemäßigten Temperaturen der Umspülung durch die Wasser des großen Golfstroms zu verdanken haben. Die Flüsse kommen von der großen Tiefe und kehren dorthin zurück. Salomo, in dem die Weisheit Gottes war, so steht's im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 28, hat gesagt: Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An dem Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. So steht's im Buch Kohelet, Kapitel 1, Vers 7. Es gibt in diesem Vers mehr wissenschaftliche Wahrheit, als unsere modernen Astronomen je gewusst haben. Sonst hätten sie wohl nie eine planetare Erde behauptet. Er eröffnet uns die Tatsache, dass die Erde auf der großen Tiefe gegründet wurde, Teile der Wasser von dieser sickern oder strömen in zahlreichen Kanälen durch den Körper des Bodens, die Quellen in Seen, Hügeln und Tälern bildend, von denen die Flüsse ihr Wasser bekommen. Flüsse haben in jedem Abschnitt ihrer Wanderung zum Meer einen abfallenden und niemals einen steigenden Verlauf, so beweisend, dass die Erde nicht kugelförmig ist und daher kein Planet. Vielleicht ist dieser ständige Austausch ihres Stromes von und zu den großen Tiefen einer der Ansatzpunkte, um das Rätsel der Gezeiten zu lösen. Es sind viele Seen und Flüsse bekannt, die große Quellen in ihnen haben und sogar Springbrunnen oder Fontänen von Wasser, die mit großer Heftigkeit aus ihnen hervorbrechen. Erwähnt sei hier der Springbrunnen im Fluss Toplitz bei Karlsbad. Es gibt ebenfalls heiße Quellen in Neuseeland, Island und vielen anderen Orten der Welt. Wie der Psalmist singt: Du lässt Brunnen quellen in den Gründen, dass die Wasser zwischen den Bergen hinfließen. Das war Psalm 104, Vers 10. Die Arbeiten an Minen und Steinbrüchen mussten manchmal ganz wegen des Einströmens von Wasser eingestellt werden, welches zu viel war, um von den Pumpmaschinen abgepumpt zu werden. Beim Ausschachten artesischer Quellen kann man das Wasser in den meisten Teilen des Bodens finden und, dies eine allgemeine Regel, je tiefer sie ausgeschachtet sind, je größer wird ihr Fluss werden. Solche Wasser können nicht durch den Regen abgelagert sein, denn wir wissen durch sorgfältig durchgeführte Experimente, dass Wasser selbst in den durchlässigsten Böden nicht mehr als ca. einen Meter durchdringen kann, sodass diese Lagerungen entweder unmittelbar von der großen Tiefe oder von mit ihr verbundenen Wasserlagern in Hohlräumen des Erdbodens kommen müssen. Es gibt in zahlreichen Teilen der Welt, auch bei Winden, Hohlräume oder Luftlöcher, von denen gelegentlich die Luft mit großer Wucht hervorbricht. Beispielsweise berichtet Mr. Bryden von seinen Reisen in Sizilien, dass es in den Bergen des Neptun so etwas gibt. Zitat: Eine Bucht oder Krater am Gipfel, an dem zu bestimmten Zeiten ein zunehmend kalter Wind auftritt, sodass es schwierig ist, sich ihm zu nähern. Zitat Ende. Im Genfersee gibt es wohl eine Unterwasserströmung, welche ab und zu das Wasser wie eine Gezeitenwelle anschwellen lässt. Und es gibt in Böhmen einen See unbekannter Tiefe, der manchmal so unruhig ist, dass angeblich Eismassen von seiner Oberfläche in die Höhe geworfen werden. Obwohl ich nicht mit Mr. MacDonald und seiner Darlegung von Parkhursts Theorie der Erde übereinstimme, verdient er als ein Christ und Gelehrter Respekt. Und ich habe die Freude, den folgenden Auszug seines bereits erwähnten Werkes »Die Principia und die Bibel« zu zitieren, da
da es vollkommen die Wahrheit unterstützt, wie sie im Buch Kohelet, Kapitel 1, Vers 7 erzählt ist: Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, da sie herfließen, fließen sie wieder hin. Nun das Zitat von Mr. MacDonald. Varinius und andere kompetente Experten nahmen an, dass jeder der größeren Flüsse in einem einzigen Jahr eine Menge von Wasser in das Meer spült, die ausreicht, um die gesamte Erdoberfläche zu bedecken. Die Anzahl der größeren Flüsse des alternden Kontinents beträgt jedoch 430 und jene des neuen dürfte 140 betragen. Die vergleichsweise kleinen Flüsse Europas werden reichlich mit der Größe jener der neuen Welt wettgemacht. Wenn wir zu jenen noch all die kleineren Flüsse, die in jedem Teil der Erdkugel fließen, hinzufügen, können wir gewiss folgern, dass eine Menge von Wasser jährlich in das Meer fließt, welche, wenn man sie sammelt, die Erde 570 Mal bedecken würde. Die erste große Frage lautet dann, sofern nicht der Großteil dieser Flüsse an einen großen zentralen Abgrund des Wassers angeschlossen sind, von woher kommt dann diese gewaltige Menge Wasser? Die zweite Frage ist ebenfalls angebracht, sofern nicht das Meer an demselben großen Abgrund angeschlossen ist und daher den Kreislauf von den Flüssen aufrechterhält, wie kommt es, dass von dieser gewaltigen Speisung keine wahrnehmbare Schwankung des Wasserpegels erfolgt? Unsere Philosophen versuchen diese Tatsachen zu erklären, indem sie behaupten, dass Flüsse von Dämpfen, welche sich durch Regen, Schnee, Tau usw. auf den Boden abgesetzt haben, gespeist sind und dass eine Menge Wasser vom Meer durch die Hitze der Sonneneinstrahlung abgegeben wird, die gleiche Menge, welche von den Flüssen beigesteuert wird. Die vollkommene Unzulänglichkeit von dieser Erklärung werden jedoch die folgenden Betrachtungen beweisen. Die höchste Schätzung der gewöhnlichen jährlichen Menge an Regen, Tau usw. auf der ganzen Welt beträgt in unseren meteorologischen Aufzeichnungen 86 cm. Es darf daran erinnert werden, dass nur ein Drittel der Erdoberfläche aus Festland besteht, sodass nur ein Drittel der gefallenen Regenmenge für die Speisung der Flüsse verfügbar wäre. Dies wäre eine Menge gerade etwas mehr als ausreichend, um die gesamte Erdoberfläche in einer Höhe von 28 cm zu bedecken. In welchem Verhältnis steht dies dann zu der Menge an Wasser, die ein einziger großer Fluss ins Meer transportiert, welche geschätzt wird, wie wir gesehen haben, die höchsten Berge zu überschwemmen, ganz zu schweigen von der gesamten Menge von allen Flüssen des Erdballs? So weit davon entfernt, für die Speisung aller Flüsse ausreichend zu sein, ist es fraglich, ob nach Abzug von dem, was von den Boden durch die Verdunstung an die Luft wieder abgegeben wird, der Regen, der auf das Festland fällt, ohne die Unterstützung anderer Faktoren ausreicht, um den Bedarf der Pflanzenwelt zu decken. Anhand einer Reihe von Experimenten stellte Dr. Dobson aus Liverpool die normale jährliche Verdunstung in einem zylindrischen Gefäß mit einem Durchmesser von 30 cm fest, die 36,78 Zoll, also 93,4 cm, betrug, während der normale Regen in demselben Zeitraum bei einem anderen Gefäß mit derselben Öffnung 37,48 Zoll, also 95,2 cm, betrug, was einen Rest von 1,8 cm lässt. Dann zeigen die Experimente von Herrn de la Hire, dass ein einziger 130-blättriger Feigenbaum 1,1 Liter Wasser in 5 Stunden aufnahm oder 1437 Liter auf das Jahr hochgerechnet. Mit welcher Begründung kann dann die Annahme aufrechterhalten werden, dass, die Ergebnisse der Verdunstung und den Bedarf und das Wachstum der Pflanzenwelt in Betracht ziehend, der Regen ausreicht, um alle Flüsse, die ins Meer fließen, zu speisen? Ray hat ebenfalls gut beobachtet, dass die Gipfel der Berge oberhalb der Quellen der Flüsse Rhein, Rhone, Donau und Po während des Winters ein halbes Jahr ständig mit einer solch dicken Schicht Schnee bedeckt sind, dass keine Dämpfe sie beeinflussen können, und dennoch fließen diese Flüsse im Winter wie im Sommer beständig. Nun ist dies mit keiner anderen Annahme erklärlich wie jener von Salomo, die wäre, dass die Flüsse ihre Speisung von dem unterirdischen Grund beziehen, zu dem sie diese auch wieder abgeben. Zitat Ende. Ich vertraue aufrichtig darauf, dass nach der Betrachtung der Beweise, welche vor ihm ausgebreitet wurden, der denkende Leser deutlich sehen wird, dass diese unsere Welt kein Planet ist, wie von modernen Astronomen behauptet, sondern ein wirklich fester Boden, stehend auf den Wassern der großen Tiefe, und welcher mit unablässigem Strom die Flüsse der Erde kommen und zurückkehren, in Abstimmung mit der weisen und wohlwollenden Gesinnung unseres göttlichen Schöpfers.